Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul von mir. Ich habe versucht, online bei DM ein paar Sachen zu bestellen, die ich brauche und die vielleicht auch neu sind, aber das hat sich schwieriger rausgestellt als eigentlich gedacht, weil sehr viel ausverkauft war. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein paar Sachen gefunden. Und dann legen wir mal los. Zum einen kam mit ein Denk-Mit-Waschmittel für dunkle Wäsche. Dann haben wir einmal Schweizer Original Salbei-Bonbons. Dann haben wir ein Duftglas, das ist so eine Duftkerze. Die sieht so aus und die riecht richtig schön nach Ozean, frische Duft, finde ich. Und hat eine sehr schöne Farbe, die könnte ich mir schön auf meinem Balkon draußen vorstellen im Sommer. Dann haben wir so einen Proteinriegel mit irgendwie Schoko, Salted, ich schreibe es euch unten hin, keine Ahnung. Dann weiß ich nicht so ganz, was ich da bestellt habe. Ich glaube, das soll ein Osterei sein, so ein Deko-Ei. Aber das ist so ein Deko-Ei, wo ihr Sachen reintun könnt. Aber ich habe mir das zum einen irgendwie stabiler vorgestellt. Und zum anderen, ich weiß nicht, schreibt immer mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich finde es, ja, ich weiß nicht. Irgendwie sah es auf dem Bild schöner aus. Aber gut. Mal gucken, findet auch Verwendung. Dann einmal von Denk mit ein Spülmittel zum Geschirr abspülen. Und zu guter Letzt so Duftwachs. Das könnt ihr, ich weiß nicht, irgendwie ein Glas tun, schmelzen lassen. Wobei ich mir gedacht habe, weshalb ich das bestellt habe. Ich habe ja dieses Stöfchen hier, das habe ich euch in meinem letzten DM-Haul gezeigt, verlinke ich euch hier oben, dass ich das hier oben rein tue und dann schmilzt es, wenn die Kerze an ist. Und die riechen wenigstens auch nach, weiß nicht, Erdbeer oder Himbeer oder Kirsche. Und bei dem hier hieß es ja anscheinend auch, dass die duften sollen. Aber wenn ihr die Kerze anhabt, das riecht nach gar nichts, einfach nur nach Wachs. Und ich habe euch ja gerade diese Kerze hier gezeigt. Ich habe die jetzt mal hier hingestellt auf meinen Schrank. Hier steht auch so ein bisschen Osterdeko. Ich finde die echt mega, mega schön. Die riecht auch wirklich gut, aber von dem Duft bekommt man Kopfschmerzen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ihr draußen seid und die anhabt, dann ist das bestimmt ein mega geiler Duft, weil der sich dann auch besser verteilt draußen wie in einem Raum und ihr kriegt da nicht so schnell Kopfweh. Dann haben wir hier einmal einen Proteinriegel Salted, irgendwie was mit Erdnuss, Salted Erdnuss-Chocolate oder sowas, mit 30% Protein. Und wir probieren den jetzt mal. Ich habe den nämlich gerade mal aufgemacht und der riecht sehr, sehr, sehr lecker. Also der Riegel schmeckt echt lecker. Das sind so gesalzene Erdnüsse. Und der ist nicht zu süß. Also keine Schokolade drumherum oder so. Richtig lecker. Kann man essen. So, wir haben es ein paar Tage später und da der letzte DM-Haul so kurz
kurz ausgefallen ist, hänge ich jetzt meinen neuen DM-Einkauf einfach hinten dran. Und ich wünsche euch viel Spaß. So, einmal Decke hier weg. Es kamen einmal Slip-Einlagen mit von Always. Ich benutze sie ganz gerne. Das sind diese ganz, ganz dünnen. Ich habe die hier schon aufgemacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass da angeblich 70 Stück drin sein sollen. Aber da die so dünn sind, stimmt das. Dann haben wir einmal von Sakrotan Hygienespüle für die Wäsche. Eigentlich dachte ich, dass das ein großer Pack ist, aber irgendwie ist hier heute alles im Kleinformat. Aber na gut. Ist nämlich genauso teuer wie das große normale. Dann einmal von Ebelin diese Maxi-Watte-Packs. Den treffen wir auch nicht schlecht. Dann einmal Badesalz. Ich weiß nicht, wonach es riecht, weil das riecht man nicht durch die Packung durch. Einmal von Balea Augenpads, Hyaluron-Augenpads sind das, glaube ich. Die Hydrogel-Augenpads, da sind, meine ich, 2 Stück drin. Dann haben wir eine ökologisch abbaubare Zahnbürste. Die kann ich gleich mal aufmachen, weil ich die... Die sieht so aus. Ich habe jetzt nur gewundert, dass die nicht nochmal extra in Papier eingepackt sind, weil bei Rossmann zum Beispiel sind. Ach, sorry, ich habe gerade was gegessen. Sind die das? Dann haben wir einmal von Balea ein Duschgel Vanille Kokos. Also es riecht sehr süßlich. Finde ich jetzt eigentlich eher für den Winter gut und nicht für den Sommer, weil im Sommer. Sehe ich ein bisschen verschlafen aus. Weil im Sommer finde ich eher diese Duschgele gut, die schön fruchtig und erfrischend sind. Aber ich habe so einen Tick, ich habe noch eine Vanille Body Lotion und ich benutze immer gern so gleiche Duftrichtungen. Von daher kam das einmal mit. Dann haben wir von Balea nochmal Augenpads. Da sind 6 Stück drin. Die sehen so aus. Dann einmal von Ebelin normale Wattepads. Dann L'Oreal eine Augencreme. Die sieht so aus. Ich habe gerade das Gefühl, dass meine Augen hier unten immer so trocken sind. Deshalb dachte ich, bestelle ich mir mal eine Augencreme. Ob es was hilft, weiß ich nicht. Aber wir probieren es jetzt mal. Und schmieren uns da was drauf. Also ich finde, die Augencreme riecht... Kennt ihr so medizinische Fußcreme oder diese Voltaren-Heilcreme? Ich finde, so ein bisschen riecht das. Das habe ich viel zu viel gemacht. Mein erstes Mal, dass ich Augencreme benutze, habe ich vorher noch nie gemacht. So, Müll und das da rein. Dann habe ich zweimal noch Zahnputzbecher gekauft, weil ich den einen als Becher für unsere Kaffeemaschine benutze und 2 im Gebrauch sind, das heißt, wir brauchen nochmal 2. Dann haben wir einmal eine Maxi White Colgate Zahncreme, die soll anscheinend die Zähne schön weiß machen. Und von Balea eine Enthaarungscreme. Und ich sehe gerade, das war's. Ja, das war jetzt der komplette Einkauf, auch so die Dinge, die mir noch gefehlt haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abonnement hier unten auf dem Abonnieren-Button klicken. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was so eure Lieblingsprodukte bei DM sind. Und ob euch die Videos gefallen und auch gerne
weitere Inspirationen für mich, was ihr gerne sehen wollt oder was ihr gut oder schlecht fandet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.